Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Enderal. Ja, ich befinde mich nochmal hier bei der Burg, denn wir haben ja vergessen, dass es noch einen Nebeneingang gibt. Ne, wir waren ja in den Hauptgang reingegangen und sind dann einfach wieder gegangen, weil ja dort die Tür verschlossen war. Und dann ist mir ja noch eingefallen eben, dass es ja noch den Seiteneingang hier gibt, der wohl hier in den Keller führt. Da habe ich mir gedacht, komm, dann gehen wir dort jetzt auch mal noch gerade rein. Und gucken uns noch hier wenigstens um. Dann haben wir das jedenfalls auch erledigt. So, einmal dich, einmal dich. Ich nehme mich mit. Aber looten tue ich euch jetzt nicht. Für ein bisschen Knochenmehl. Ich habe genug Knochenmehl dabei. So, wen haben wir denn da? So, auch du bist kein Gegner für mich, mein Freund. So. Ja, ich würde das sehr gerne mitnehmen. So, was haben wir denn hier alles? Eine Falle haben wir hier. Glück gehabt, dass du da noch mal in Deckung gegangen bist eben. Nein, ich wollte die Bücher durchsuchen. Ah, nee, das wollte ich haben. Ah, komm, jetzt nehme ich auch hier das Knochenmehl mit. Ich will die Bücher. Die sind nämlich ein bisschen was wert. Und hier haben wir noch ein mystisches Symbol. Sehr schön. Das hat sich ja doch noch gelohnt, hier nochmal zurückzukommen. Das hatte ich einfach ganz vergessen. Das ist hier noch einfach noch den Keller, also das Nebentor ja gab. So. Nehmen wir alles mit jetzt wieder. Jetzt hatte ich ja erst in dem letzten Part zum Schluss nochmal alles ja weggelegt in die sichere Truhe. Aber naja, das hat sich dann wohl erledigt. Was ist das hier? Goldfoot Bestandsbuch? Aha, okay, das nehme ich mal mit. Weiß nicht, ob das irgendwie wichtig wird irgendwie. Okay, das ist hier auf jeden Fall größer als gedacht. Was haben wir hier? Eichenhaut. Interessant. Noch eine Truhe mit einem bisschen Gold drin. Das Buch nehme ich mit. Das können wir gut verkaufen. Oh, du hast aber soweit nichts Spannendes mehr dabei. Was haben wir hier noch so drin? Alte Eisenpfeile hätte ich mir jetzt sparen können, die mitzunehmen, aber egal. Soweit ist hier nichts mehr. Was haben wir da noch? Ein bisschen Gold. Aha, guck mal einer an. So. Die hätten wir auch. Okay, da ist nichts. Oh, das Weizen will ich. Das Weizen will ich definitiv haben. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Aha, da ist aber was drin, wo wir nicht brauchen. Kohle brauchen wir auch nicht. Oh, hier haben wir ein bisschen Gold. Und nochmal Weizen, sehr schön. Ah, jetzt sind wir hier, da wo das Gatter ist. Okay. Gut, dann passt das ja. Dann sind wir jetzt hier einmal durch. So, das.
Und da ist auch der Schlüssel. Guck mal einer an. Na, dann können wir hier ja doch noch weiter. Dann hat sich das wohl gerade erledigt. Aber das hier wird nicht der Schlüssel für... Doch! Jetzt können wir hier rein. Guck mal einer an. Es geht also doch hier weiter. Sehr schön. Freut mich. Wir sind hier nicht fertig. Ah, das ist, zählt alles als... Okay, als eins. Nicht pro Reihe. Da müssen wir jetzt also hier genau aufpassen. Nicht, dass wir wieder irgendwie was übersehen. Zum Glück kann ich wenigstens das Friedenskraut mitnehmen. Okay, aber hier... Nee. Da kann ich jetzt nichts mitnehmen. Das zählt aber wieder jetzt hier pro Reihe ein Buch. Oh ja, das ist gut. Die sind so viel wert. Das ist so gut. Ja, ich kenne das Buch zwar schon, aber das ist egal. Neben dem Besen hier geht es auch nochmal hoch. Ah, okay. Ne, dann gehe ich jetzt hier hoch. Oder warte mal, was gibt es hier noch? Na, ah, okay, das hätte ich jetzt nicht machen müssen. Ach, egal, jetzt habe ich das Buch dabei. Jetzt kann ich es natürlich auch einfach mitnehmen. Fertig. So, aber das war's dann hier wohl auch schon. So, ich höre Gegner. Ah, da oben ist ein Skelett. Und tschüss, mein Freund. Boah, hier gibt es ein... Na, scheiße. Ich mach's immer falsch. Das nehme ich mit. Das kann ich auch ohne Probleme mitnehmen. Auch das Buch. Das nicht. Oh Gott, sind hier viele Bücherregale. Das kann ich auch mitnehmen. Oh, sehr schön. Also, den Typen bei der Bibliothek, den können wir ausnehmen, wenn wir hier fertig sind. Das steht auf jeden Fall fest. Also, derjenige scheint wohl ein großer Fan hier von Büchern gewesen zu sein, der hier gelebt hat. Das nehme ich nicht mit, das ist mir zu wenig wert. Hier können wir wieder pro Reihe gucken. Ein leerer Kleiderschrank, aber vielleicht könnte ja was drin sein. Das weiß man ja nie. Nochmal ein leerer Kleiderschrank. Trotzdem immer mal reinsehen, Leute. Immer wichtig. Achso, da lag ein Bauplan. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Buchschrank. Ah, ja. So, das lohnt sich hier noch. Okay, aber das war's dann wohl auch. Warte mal, passiert da was, wenn ich das lese? Nee. Hätte ja sein können. So, hier geht's weiter mit dem Looten. Und auch du komm, wenn ich schon hier bin. Mein lieber Mann, ist das riesig hier. Das ist ja wow. Ist irgendwie was Besonderes? Nee, ne? Da passiert einfach gar nichts. Hier haben wir was. Da bräuchte ich wieder einen Schlüssel. Sehr schön, nehmen wir auch mit. Na, das ist nicht doch jetzt mal ein Loot-Part hier, oder?
Also da haben wir jetzt einiges zu verkaufen. So, wo geht's denn hier hin? Wir haben jetzt sehr wohl den Generalschlüssel, so wie es aussieht. Ach, wir sind jetzt hier. Okay. Alles klar, dann brauche ich da gar nicht erst weiter nachzufragen. Ah, Moment. Da kann. Ne, woher? Da kann ich reinschauen. Ah, die Einzelteile nehme ich mal mit. Okay, gut. Jetzt zeig. Ja, alles looten will ich jetzt nicht. Muss nicht sein. Hier noch irgendwie was. Oh, da ist irgendein Typ. Oh, die hält was aus. Interessant. Dann zeig mal so, was du drauf hast. Nicht viel. Dann weiß ich ja Bescheid. Du bist also Goldfurt höchstpersönlich hier, ne? Da hatte ich wohl ein bisschen zu viel Mana für dich. Das tut mir aber sehr leid, dass ich dir damit deinen Tag versaut habe. Aber ich danke dir für den schönen Kampf. Jetzt kann ich ja halt auch gerade übernachten. Sehr schön. Was haben wir hier? Chroniken von Goldfurt. Auch das nehme ich mal mit. Okay, das sieht alles ein bisschen unheimlich aus, das muss ich schon gestehen. Ambrosia, oh, das ist schön. So, das war's jetzt hier wirklich, oder wie? Was ist das hier noch? Egal, sie ist hinüber. Und der Rest soll mir egal sein. Aber was ich noch gerne gucken wollen würde, ist der andere Eingang. Wo kommen wir denn da hin? Oder habe ich da irgendwie was übersehen? Wir gehen nämlich jetzt mal hier hin. Ne, dafür brauchen wir auch noch den Schlüssel. Ach, die Tür habe ich gar. Okay. Okay. Ich habe nichts gesagt. Oh, aha. Da war noch ein Schriftrollenstapel. So, gut, jetzt aber raus hier, denn dann fangen wir jetzt mal mit der. Oder machen jetzt mit der Hauptquest weiter. Auf zur Unterstadt, wo ich ja eigentlich hin wollte. Aber seht ihr? Ich wollte noch gerade offscreen schon hinreisen, dann kam. Ja, irgendwas mit Gestalt ist jetzt egal. Die Besitzerin dieser verdammten Burg ist eh tot. Wir gehen zum Marktplatz einfach. So, und dann schalten wir die Engel, ist das, ne? Glaube ich. Die Quest. Oder die haben wir schon aktiv, meine ich. So, auf. Wo sollen wir den denn treffen eigentlich? Steht. Ich gehe einfach mal unter Stadt Marktplatz. Vielleicht hält er sich da irgendwo auf. Das ist ja eigentlich so ein Ort, denke ich mal, da wo die meisten Leute unterwegs sind. Nee, ich bin aber falsch. Lasst mich. Ah ne, wir sind richtig. Wir waren wirklich richtig. Auf dem Marktplatz ist denen ihre Hütte, oder was?
Ah ja. Ich verstehe, interessant. Uff, uff, uff. Wir haben wieder so viel Zeug gekriegt. Ich mache hier mein Quicksave und würde hier... Schert euch davon! Hm? Ja. Es wird schon irgendwie klappen. Hallo, Salvina. Wer seid ihr? Ihr kommt nicht von hier, das sieht man euch an. Tu ich auch nicht. Ich arbeite für den Heiligen Orden. Sieh mal einer an. Und, was bringt euch hierher? Habt ihr bei all dem Schmutz keine Angst um eure feinen Gewänder? Hab ich nicht. Ich bin hier, weil ich nach etwas suche, von dem ich glaube, dass euer Bund es hat. Nämlich einen schwarzen Stein. Wisst ihr etwas davon? Was? Nein. Und ich weiß auch nicht, warum zum Henker ihr sie finden wollt. Jedes Kind weiß doch, dass sie verflucht sind. Und jetzt geht. Wir haben hier alle Hände voll zu tun. Wir brauchen dringend mehr Krankenbetten. Hä? Okay. Und wer bist du? Ach, wo kommst du? Was zum Henker? Der Sonne sei Dank, endlich finde ich dich. Ich muss mit dir sprechen, es ist dringend. Kalia, wie... Ich bin dir gefolgt. Es geht um deine Mission. Ich weiß, dass der Großmeister dir aufgetragen hat, die schwarzen Steine zu finden. Und ich glaube, ich weiß, wo der eine ist, den du hier zu finden hoffst. Tatsächlich? Und wo? Weit weg von hier. Und ich kann dir zeigen, wo. Der Punkt ist nur, dass niemand davon erfahren darf. Versprich mir das und ich sage dir, was ich weiß. Ja gut, ich verspreche es dir. Danke. Glaub mir, mir schmeckt das so wenig wie dir. Aber es geht nicht anders. Komm mit. Warum soll ich das geheim halten? Was ist denn los? Wo ist denn der Stein? Das hört sich jetzt wieder so an, als... Wo willst du denn jetzt hin? So, ich geh vor. Ich war als Kind einmal hier. Die Apothekarii haben mir damals einen Kanten Brot gegeben, bevor sie mich wieder auf die Straße geschickt haben. Heute wirken die Jahre hier so ewig weit weg. Es ist viel zu leicht, die Kehrseite der Medaille zu vergessen, wenn man erstmal genug Abstand von ihr hat. So, hier ist es besser. Also, ist dir der Name Dalgalla ein Begriff? Der Armenheiler? Ja, man kennt ihn sogar auf Nerim. Armenheiler. So nennen ihn manche, ja. Aber das wird ihm nicht gerecht. Dalgalla half jedem, ungeachtet seines Wohlstands. Und der einzige Unterschied war, dass er die Reichen bezahlen ließ und die Armen kostenlos behandelte. Weißt du auch, warum er Ark damals verlassen hat? Vage, hat er nicht irgendeinen Streit mit dem Bund wegen seiner Methoden? Richtig, ja. Für ihn heiligte der Zweck die Mittel. Einem verletzten Soldaten soll er zum Beispiel ein verlorenes Bein durch ein neues aus Trollknochen und totem Fleisch geschaffen haben. Der Bund hielt solche Praktiken für wegelos, aber Dalgalla wollte nicht einlenken und so kam es zu dem Bruch. Er verließ Ark und bezog ein abgelegenes Schloss im Nordwindgebirge. Naja, es muss auch Grenzen geben. Muss es das? Den Rest der Geschichte kennst du ja vermutlich. Auf seinem Schloss begann er sich irgendwann abzuschotten und irgendwann verschloss er die Tore und von ihm und seinen Dienern ward nie mehr gesehen. Die Apothekarii schieben das auf seine Exzentrik, aber ich glaube, dass mehr dahinter steckt. Lass mich raten, du glaubst, der Stein ist irgendwie in die ganze Geschichte verwoben, richtig? Ich weiß es. Kürzlich habe ich die Aufzeichnungen eines der wenigen Lehrlinge, die ihn in den Norden begleitet haben, gelesen. Und hier wird es interessant. Dalgalla forschte in seinem Schloss an etwas, das er den Engel nannte. Niemand außer ihm durfte seiner Herstellung beiwohnen und er heuerte Söldner an, um ihm allerlei Dinge für die Forschungen daran zu bringen. Bücher, seltene Kräuter, Relikte, dergleichen. Und eines dieser Relikte war ein kleiner dunkler Stein, glänzend wie die Haut eines Aals. Ah ja, der schwarze Stein. Und du glaubst, er ist immer noch in diesem Schloss? Ja. Was denkst du, Saira? Das klingt doch nach einer Fährte, oder? Definitiv, aber warum jetzt all diese Geheimnistuerei? Auf die Frage habe ich gewartet. Aber gut, keine halben Sachen mehr. Ich interessiere mich dafür, weil es ein Gerücht darüber gibt, was genau dieser Engel werden sollte. Und was? Ein Talisman. Und zwar einer, der es seinem Träger ermöglicht, jede erdenkliche Krankheit dieser Welt zu heilen. Selbst Fleischmaden, Gelbfieber oder den schwarzen Tod. Einfach alle. Und ich will den Engel finden, Saira.
Aber wieso? Ist es nicht offensichtlich? Weil ich Heilung will. Du willst dieses Wesen in dir verbannen, richtig? Ja. Wenn es auch nur den Hauch einer Chance gibt, dass da draußen irgendetwas existiert, das mich davon befreien kann, muss ich sie nutzen. Und deshalb darf der Orden auch nicht davon erfahren. Sie würden das Artefakt konfiszieren und untersuchen, noch bevor ich herausfinden könnte, wie es funktioniert. Und was soll ich schon sagen, wenn sie mich fragen, wofür ich es benötige? Niemand darf die Wahrheit erfahren, nicht bis dieses Wesen gebannt ist. Und jetzt genug von meinen Beweggründen, Saira. Wir müssen planen, wie wir weiter vorgehen. Du hast recht. Wie kommen wir zu Dalgalas Schloss? Es ist im Norden, richtig? Ja. Ich habe eine Karte, die uns den Weg von der Schneefels-Taverne aus weist. Geh dich ausrüsten und triff mich dann einfach dort. Bei der Schneefels-Taverne. Und danke. Es tut gut zu wissen, dass ich in der Sache nicht alleine bin. Kein Problem. Gut. Eine Quest mit Kalia also. Ist ein bisschen her. Grubenerz. Was ist das? Waren wir da schon mal drin? Ich kann da einfach rein. Hallo? Ihr seid Abenteurer, oder? Wart ihr schon mal auf Melee? Diese Erstarrten wohnen dort. Das hat mir mein Papa erzählt. Hm? Habt ihr das gehört? Angeblich soll das Anwesen des alten Mannes. Okay, ich glaube, ich habe hier drin nichts verloren. Kann das sein? Ich gehe einfach lieber mal raus. Hast du eigentlich irgendwas zu sagen noch? Ja. Nee, darüber frage ich sie jetzt mal noch nicht. Geht weiter. Ja, ich gehe ja schon. Ich will nur hier zu dem hier. Schnell zum Marktplatz ganz kurz. Nein, ich meine Arktmarktplatz, so. Und jetzt gerade schnell. Wo bin ich denn? Wo bin ich? Mein Gott. Gebt auf euch acht, Madame. Wie verwirrend. Ich will nur gerade schnell mal so ein paar Sachen nochmal ablegen, die wir jetzt hier gefunden haben, damit wir nämlich wieder ein bisschen mehr tragen können. So, weg damit. Da lege ich mal alle ab. So. Und Zutaten habe ich natürlich auch wieder einiges dabei. Das ist noch eine neue Zutat, okay. Ach verdammt, da war noch was Unbekanntes dabei jetzt. Boah, Alter, haben wir viel Knochenmehl dabei. Holy moly, ey. Ach, jetzt habe ich hier andere Dingens auch da abgelegt. Das brauche ich. Ich will wenigstens die Sachen, die ich halt nicht kenne, gerade mal essen. Da. Und der Rest sieht soweit ganz gut aus. Okay, gut, dann noch schnell hier hin. Zack, zack, zack. Dann den Kram auch noch wegmachen. So, das von dem alten Volk lege ich jetzt auch da rein. So, fertig. Ich denke, das dürfte so passen. Die Bücher, die ich jetzt noch so bei mir habe, behalte ich. So, wir sollen sie an der Schneefallstaverne treffen. Die war wo nochmal? Da oben. Da können wir ja einmal ganz schnell hinflitzen. Und ihr seht einfach, ich bin froh, dass ich das Schnellreisen habe. Ich bin einfach froh. Das ist einfach etwas, das fehlt im Spiel. Das ist so blöd, dass man dann immer den ganzen, wer ist das für Let's Plays, so... Er musste schneiden und den ganzen Kram und so...
Da haben wir das uns einfach gespart. Schreitet wohl. So, auf in die Schneefallstaverne oder Felstaverne. Fels, ne? Glaube ich, hieße. So, auch die Parts jetzt gehen dann länger. Halt die Klappe vor, Jack. Wo ist sie denn? Da was hinten? Schreitet wohl, Madame. Aber wir wissen wirklich nichts über das Schloss. Und an eurer Stelle würde ich mich davon auch fernhalten. Dieser Tiger La war verrückt. Wieso? Naja, als man noch was von ihm gehört hat, waren seine Diener öfters hier unten, um einzukaufen. Und jedes Mal haben sie mindestens ein Dutzend Jäger angeheuert, damit sie ihnen tote Tiere bringen. Hasen, Rehe und so weiter. Und was daran ist ungewöhnlich? Vermutlich waren die für seine Experimente. Ja, aber doch nicht in der Menge. Ich meine, 40 pro Woche? Da muss doch was faul gewesen sein. Vermutlich war er Knochenmangel oder sowas. Und aus den Tieren wollte er eine Untotenarmee machen, um Acht einzunehmen und sich an dem Bund zu rächen. Kaninchen, Foliek. Kaninchen. Die Menge macht das Gift. So sagt man doch, oder, Madame? So sagt man, ja. Ich muss jetzt jedenfalls weiter. Hab Dank für eure Hilfe. Ich nehme an, du hast mitgehört. Vermutlich kriegen wir hier nichts als Mähren und abergläubisches Gerede zu hören. Was sagst du? Wollen wir aufbrechen? Ja, lass uns losgehen. Gut. Komm, folg mir. Madame. Hallo. So ist das eben. Müssen wir jetzt den ganzen Weg folgen? Können wir? Ist das kalt. Also, das Schloss ist gut 2 Meilen nördlich von hier. Wenn wir auf dem Weg bleiben, sollten wir keine Schwierigkeiten haben. Geh du einfach vor. Ich halte dir den Rücken frei. Okay, wo ist das jetzt? Da oben. Ja, das ist ja eigentlich kein Problem. Wenn wir zu Nordwind reisen, sind wir eigentlich so gut wie schon da, oder? Mach ich jetzt einfach mal. Wir gehen dort mal hin. Da sehen wir wahrscheinlich gleich eine Nachricht bekommen, dass Karl ja irgendwie wartet, weil wir von dem Weg abgekommen sind. Wo gehst du hin, Sir? Nordwind. Einst eine der wichtigsten Kolonien des Landes, jetzt eine Ruine. Was heißt hier gescheitert? Was ist denn da jetzt eben gescheitert? Ende ist doch alles vergänglich. Ich... Hä? Was war da jetzt gescheitert? Oder gestartet? Ich bin gerade verwirrt, hä? Was ist da passiert? Ich mach das jetzt nochmal. Und... was? Oh Mann, was soll das denn? Müssen wir jetzt den ganzen dreckigen Weg wirklich laufen? Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ich gehe jetzt nochmal nach Nordwind. So. Nur um rein jetzt mal zu schauen, was da jetzt passiert. Oder was da gerade passiert ist. Was stand da gescheitert? Weil damit rechnet jetzt keiner. Ich habe damit nicht gerechnet. Gescheitert? Vergeltung. Was ist denn Vergeltung? Kolonien des Landes. Jetzt eine... So. Jetzt lade ich nochmal und guck mir mal die Quest Vergeltung an, die wir wohl anscheinend haben. Was soll das denn? Ich will jetzt hier nichts irgendwie verkacken. Das kotzt mich gerade so ein bisschen wieder an. Ich habe nichts, das Vergeltung heißt. Ich weiß nicht, was das soll. Wie dämlich, ey. Und was ist, wenn ich jetzt zur Nebelwindwach reise, dann auch gescheitert, oder was? Das muss ich jetzt alles mal testen. Ja, chill mal daneben. Was? Oh, hallo.
Schieß doch! Ah, du stirbst noch eher. So, hier ist jetzt nichts gescheitert. Ist da ein Nirin-Soldaten? Was? Guck mal einer an. Ich hab mich schon eh gefragt, wo ihr bleibt. Hier ist noch irgendwo ein Gegner. Oh, gut ausgewichen. Mein Respekt. Aber das hilft dir leider auch nicht viel. So, den Stab nehme ich nicht mit, weil den können wir ja nicht verkaufen. Und diesmal scheint wohl alles noch gut gegangen zu sein. Das Schild nehme ich aber auf jeden Fall mal mit. Das Schild lohnt sich. Bei dir ist es der Helm, der sich lohnt. Der Turm da vorne sieht verdächtig aus. Ja, der ist schon längst Geschichte. Den haben wir gerade erledigt. Lass uns vorsichtig sein. Ja, alles gut, alles gut. Immer mit der Ruhe. Was ich jetzt mal gerade ausnutze. Ist, dass ich hier eine Stunde schlafe. So. Und somit bin ich wieder full life. Hier waren also Neri-mäßige Soldaten. Guck mal einer an. So, meine lieben Freunde, aber ich werde jetzt hier den Part beenden und sehen wir uns einfach hier beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Enderwelt. Macht es gut. Ciao.